Herzlich willkommen zu unserer Motorradtour. Heute geht es in den Durmitor Nationalpark über den Sedlo-Pass. Leider konnten wir den Pass nicht komplett überqueren, wie man hier sehen kann. Der höchste Punkt auf dem Pass hat etwa 1908 Meter. Unser Start war in Kotor. Hier zu sehen das untere Ende der Piwa-Schlucht. Von hier aus startet es über die P14 zum Sedlo-Pass. Hier auf der rechten Seite ist die Altstadt von Kotor. Hier in Risan sind wir rechts abgebogen und haben die alte Nebenstraße genommen.
Und da drüben geht die Hauptstraße. Ah, das ist die Hauptstraße. Und da kommen wir dann nochmal dazu, oder wie? Ja, ich glaube, aber von den Hauptstraßen. Ja. Schon frisch, gell? Ja. Ich glaube, da fängt jetzt noch ein komischer Nationalpark. Das ist der Fluss Piwa. Geht es am Ende der Piwa-Schlucht die Serpentinen hoch.
Geil. Leider geil. Abbiegt, kommt man zur höchstgelegenen Straße von Montenegro mit 1948 Meter. Thank you.
bis zur Lawine. Sicher. Die Straße ist da oben. Ist er nicht so geil? So ein Scheiß. Kann man nichts machen. Das Haar. Die Abkürzung genommen. Dadurch spart man ein paar Kilometer.
es über die Serpentinen wieder hinunter zur Piwa-Schlucht. Geht es über die Hauptstraße runter zum Meer. Thank you.
haben wir keine Passüberquerung gehabt. Ja, eine geile. Ja, angestanden sind wir, die Rappen zu holen, das wird. Ja, die Rappen zu holen, das ist geil. Den GPS-Track findet ihr unten in der Videobeschreibung und vielen Dank fürs Zusehen. Und abonnieren bitte nicht vergessen.